und los. Wir holten die Leiter aus dem Gebüsch und ab, ab an den Train. Yo. Was geht ab, Leute? Shineservice wieder am Start mit einem neuen Video. Und diesmal mit einer weiteren Folge Amazing Graffiti Stories. Und für die Leute unter euch, denen das nichts sagt, mir wurden anonym Stories zugeschickt und ich lese sie einfach nur vor. Währenddessen seht ihr im Hintergrund, wie ich ein kleines Graffiti zeichne. Ich will auch gar nicht zu viel quatschen, wir fangen sofort an, let's go! Hier eine kleine Story von meinem ersten Holker. Mein Kumpel und ich sprühten schon mehr als 3 Jahre. Wir sprühten einfach immer zusammen. Eigentlich waren wir schon eine Two-Man-Crew. Unsere Styles waren ganz ordentlich, was uns auch größere Writer aus der Szene bestätigten. Wir beschlossen, eine Crew zu gründen mit noch anderen Writern aus unserer Gegend. Wir haben schnell ein paar Dudes gefunden, die Bock drauf hatten, was Größeres auf die Beine zu stellen. Und ehe wir uns versahen, waren wir auch schon 8 Leute. Wir waren verdammt stolz darauf. Ein paar Wochen später meinte ich dann zu meinem Kumpel, ey, Alter, lass mal einen Holker kicken. Er meinte sofort, klar, Digga, wie in alten Zeiten, nur wir beide an der Karre. Also, wir beide wieder als Two-Man-Show. Natürlich mit 2 Jungs, die für uns die Checker spielten sollten. Wir planten das Ding ganz genau. Wie immer hatten wir den genauen Plan, wer was macht. Das ging bei uns beiden echt reibungslos. Ich zog immer vor, er machte das Fill-In und währenddessen malte ich den Background, bis er fertig war. Sobald er fertig war, begann ich die Outlines, Buchstabe für Buchstabe und Schattierungen. Er zieht dann die Second und kommt hinter mir her. Uns war von Anfang an klar, dass wir einen Crew-Style malen wollten. Dann setzten wir uns hin und sketchten zusammen, um etwas Cooles rauszuhauen. Und dann gingen wir schon los, Cans kaufen. Natürlich in unserem Lieblingsladen. Was fehlte uns noch? Klar, der perfekte Spot. Wir überlegten uns mehrere. Sollten wir eine kurze Action im Spot machen? Normalerweise machbar. Schließlich kannten wir den Spot besser als jeder andere. Das Problem dabei war nur, nachdem der alte X-Wagen abgeschafft wurde, wurde der Spot echt hart bewacht. Wachdienst in jedem Train. Also überlegten wir weiter. Letztendlich dachten wir uns, wie wäre es an der Hubertstraße? Natürlich wollten wir auch, dass unsere Kiste safe rollt. Wir trafen uns 2 Tage vorher. Wir nahmen ein paar Restdosen und markierten mehrere Züge, die von dort aus losfuhren. Denn wir wollten sicher gehen, dass sie mindestens 2 Runden durch die Stadt drehten. Jetzt war so gut wie alles geplant. Der Tag der Tage kam immer näher. Die Aufregung stieg leicht. Dann war der Tag gekommen. Wir packten alle Sachen zusammen und stellten sie schon einmal in der Nähe des Spots ab. Jetzt hieß es warten. Unsere Checker positionierten sich. Ich war mit dem einen verbunden und mein Kumpel mit dem anderen. Beide waren sie so positioniert, dass sie eigentlich alle Ein- und Ausgänge hätten sehen müssen. Eigentlich. Es ging los. Wir maskierten uns und suchten einen von uns markierten Train. Es war eine sehr ruhige Nacht, aber wir laberten nicht rum und fingen sofort an. Alles noch einmal kontrolliert und los. Wir holten die Leiter aus dem Gebüsch und ab, ab an den Train. Wir wollten das Teil so sauber gestylt wie nur irgendwie möglich haben. Also ließen wir uns etwas Zeit. Lange passierte nichts. Doch, als wir halb fertig waren, sahen wir vor uns am Haupteingang ein Licht. Wir bewegten uns sofort, so leise wie es nur ging, in Richtung der Schallmauer. Natürlich nahmen wir sofort alle Sachen mit, die wir dabei hatten. Wir legten uns hinter einen Vorsprung, gegenüber vom Train, mit unserem Burner drauf. Als wir da so lagen und das halbfertige Bild sahen, waren wir schon echt stolz und waren sicher, dass wir weitermachen werden, sobald es ruhig ist. Wir warteten einige Zeit. Mir gingen 100 Sachen durch den Kopf, aber irgendwie war ich doch fokussiert. Irgendwann hatten wir das Gefühl, dass alles clear ist. Also standen wir auf. Aber als ich gerade aus dem Gebüsch gehen wollte, flüsterte mein Kumpel, Digga, pass auf, guck mal da. Ich ging wieder runter und guckte mir alles nochmal in Ruhe an. Er hatte recht. Unter dem Zug sah ich mehrere Füße. Sie bewegten sich zum Ende des Trains und leuchteten das Bild an. Ich konnte nicht erkennen, ob es Security oder Cops waren. Zumindest jetzt noch nicht. Sie gingen weg. Und wir warteten im Gebüsch, eine gefühlte Ewigkeit. Aber eigentlich waren erst 15 Minuten vergangen. Als sie auch dann noch nicht wiederkamen, gingen wir rüber, entschlossen, die Kiste fertig zu machen.
Diesmal arbeiten wir viel schneller. Wir waren fast fertig. Und ich? Ich wollte noch einen Spruch unter das fertige Ding setzen. Aber als ich gerade beim zweiten Wort dran war, schrie eine Person von rechts aus dem Dunklen heraus. Ich miss meinem Kollegen die Tasche mit den Restcans rüber und schrie: Digga, lauf, wir treffen uns später. Ich wollte noch unsere beiden Tags setzen, da die schreiende Person noch echt weit weg war. Warum? Ich weiß es nicht. Die Gier nach Fame vielleicht. Als ich mit dem ersten Tag fertig war, kam die Person gefährlich nah auf mich zu. Und ich lief einfach, ich lief so schnell ich konnte, in Richtung Gebüsch und hoffte, die Person dort loszuwerden. Das klappte scheinbar auch. Die Person war weg. Also lief ich wieder zurück und taggte den zweiten Namen noch auf die Kiste. Die Person, die eben noch hinter mir her war, war jetzt nicht mehr zu sehen. Also klatschte ich die umstehenden Trains auch noch mit Tags voll. Auf unserer Kiste taggte ich noch die Windschutzscheibe voll und zwar mit einem coolen Spruch. Als ich jetzt aus dem Spot gehen wollte, sah ich eine Gestalt im dunklen Gebüsch, die mich zu sich rüberwinkte. Ich fragte meinen Checker, mit dem ich noch per Headset telefonierte, ob er wüsste, wer das ist. Aber er hatte auch keine Ahnung. Also blieb ich von der Person weg. Ich beendete das Telefonat mit meinem Checker, aber traute mich noch nicht vom Spot weg. Ich dachte mir, dass überall Polizei wäre. Ich ging alle Möglichkeiten im Kopf einmal durch und entschloss mich dann, es einfach über den Haupteingang zu probieren. Und es klappte. Draußen angekommen, traf ich mich erstmal mit meinen beiden Checkern und wir feierten, dass wir das Ding doch noch fertig bekommen haben. Aber wo? Wo war mein Kumpel? Keiner wusste, wo er war, also rief ich ihn direkt mit anonymer Nummer an. Natürlich mit anonymer Nummer, nicht dass die Cops ihn gebastelt haben. Ich hatte ein komisches Gefühl dabei. Es wurde bestätigt, als jemand anders an sein Handy ging. Er sagte direkt und durchdringend: Nicht auflegen, es gibt da ein Problem. Also verstellte ich meine Stimme und sagte: Was gibt's? Der Polizist fragte, ob ich mitgesprüht habe. Ich antwortete nicht. Der Polizist fing an zu erklären. Mein Kumpel rannte und musste die restlichen Cans wegschmeißen, als er merkte, dass er von den Cops verfolgt wird. Und dann fing er an, mit Steinen zu schmeißen. Zwei Haltestellen später, die er komplett durchgerannt ist, kam er wohl vor Erschöpfung zu Halt und nahm wieder Steine von den Schienen. Beim Aufheben übersah er den in die Yard einfahrenden Train. Als der Polizist fertig war, legte ich auf und fuhr nach Hause. Es tat mir so leid, seit dem Tag gehe ich nicht mehr das Risiko ein und halte mich vom Illegalen fern. Yo, und die Story nahm kein gutes Ende. Ich habe auch echt lange gerungen, ob ich die Story nehmen soll oder nicht und habe mich schließlich doch dafür entschieden. Ich bitte euch, das Ganze zu respektieren und auch in den Kommentaren euch respektvoll gegenüber zu verhalten. Trotzdem gehen auch schöne Grüße raus an den Dude, der mir die Story geschickt hat und Respekt, dass er möchte, dass es veröffentlicht wird. Denn es wird wahrscheinlich nicht einfach für ihn gewesen sein, das Ganze durchzumachen. Und ihr wisst genau, auf meinem Kanal kommen regelmäßig Amazing Graffiti Stories und regelmäßig Videos. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf mehr, abonniert auf jeden Fall den Kanal, gebt einen Daumen hoch, würde mich auf jeden Fall freuen und sag mir mal deine ehrliche und offene Meinung zu dem Graffiti im Hintergrund. Ich weiß, ich bin noch ein Lernender, ich übe auch noch weiter, aber schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare. Ich find's relativ cool und wenn du Bock hast, dass auch mal deine Story vorgelesen wird, dann schreib's mir doch einfach per E-Mail. Der Link ist unten in der Beschreibung. Lass dir aber genügend Zeit, damit die Story auch lang genug wird. Und denk dran, dass du keine genauen Orte und auch keinen Namen mit reinschreibst. Und jetzt sage ich: Macht's gut, meine Freunde, ciao!